Zeitung als Erste zu Wort gemeldet. Die erste Rednerin dazu ist Karin Greiner von der SPÖ. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Rechnungshofpräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Großprojekt Parlamentssanierung wird und wurde vom Rechnungshof laufend begleitet. Wir haben bereits 2012 einen ersten Bericht vor uns gehabt. Jetzt 2017 ist der zweite erschienen. Das Parlament hat den Rechnungshof ersucht, dieses große Sanierungsprojekt zu begleiten. Und ich darf vorausschicken, dieser Bericht ist grundsätzlich sehr positiv. Ich darf einige Beispiele anführen. Der Rechnungshof hebt beispielsweise hervor, es ist fein, dass die Nutzer so früh eingezogen wurden. Es wurde der Nutzerbeirat installiert. Man greift auf das Know-how der Bundesimmobiliengesellschaft zurück. Das wird als positiv vermerkt. Mit der Gründung der Parlamentsgebäudesanierungsgesellschaft ist auch wirklich durchgängig ein Vier-Augen-Prinzip gewährleistet. Die Strategie des Generalplaners sowie das Prozedere der Entscheidungsvorlagen sind prinzipiell zweckmäßig. Summa summarum wurden 22 Anregungen und 11 Teilempfehlungen größtenteils umgesetzt. Ich möchte aber auf zwei Kritikpunkte eingehen. Der Rechnungshof kritisiert in diesem Bericht die Höhe der gebildeten Reserven im Ausmaß von 35%. Üblicherweise sind es bei großen Bauvorhaben 15 bis 20%. Da möchte ich aber dazu sagen, es handelt sich hier um eingeplante Sicherheit. Wir alle wissen, das Parlament ist ein historisches, ein denkmalgeschütztes Gebäude und jeder, der irgendwann einmal mit Sanierungen zu tun hatte, mit Gebäudesanierungen, weiß, es kann schnell ein unvorhergesehener Fall eintreten und wo man dann wirklich auf ein Budget zugreifen können muss. Also hier hat man wohlweislich und vorausschauend geplant und ich muss dazu sagen, die Reserven wurden bis dato nicht angegriffen. Zu einem zweiten Kritikpunkt in diesem Bericht. Kritisiert wird das sogenannte Lokal 2, also jenes Lokal unter dem historischen Sitzungssaal. Da sagt man, es sei zu groß. Ich ersuche Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, in die Überlegungen mit einzubeziehen, dass ein Parlamentsgebäude entsprechende Zwecke zu erfüllen hat. Ich denke da an Untersuchungsausschüsse. Und wir wissen, es kann sein, dass nicht nur ein Untersuchungsausschuss arbeitet, sondern parallel dazu ein zweiter seine Arbeit zu verrichten hat und der muss entsprechend adaptierte Räume vorfinden. Im Ausschuss, wo wir diesen Bericht auch schon diskutiert haben, haben sowohl der Herr Vizeparlamentsdirektor als auch die Frau Rechnungshofpräsidentin die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit gelobt und hervorgehoben. Ich habe schon gesagt, der Grundtenor des Berichtes ist ein positiver. Und ich möchte aber einen Punkt ansprechen, der mich beim Durchlesen dieses Berichtes schon irritiert hat. Es geht in diesem Punkt um die Bearbeitungsdauer von Zusatzangeboten seitens der Parlamentsdirektion. Und die verwendete Formulierung mutet doch nicht ganz so erwartet sachlich an, wie man das vielleicht erwarten könnte. Vor allem widerspricht es auch diesem durchgehend positiven Tenor und ich darf zitieren. Mit der Überschreitung der festgelegten Bearbeitungszeiten in allen drei Fällen, insbesondere mit der Überschreitung um das 4- bis 6-fache in zwei Fällen, konterkarierte die Parlamentsdirektion den Projektgrundsatz der Fairness und partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, konterkarieren ist in dem Zusammenhang vielleicht doch nicht ganz die passende Formulierung. Ich möchte niemandem meine Formulierung vorschreiben, ganz und gar nicht, aber ich ersuche wirklich in Zukunft die gewohnt fundierten und sachlichen Bewertungen vorzunehmen. Dankeschön. Das Großprojekt Parlamentsumbau werde vom Rechnungshof ständig begleitet, zu Karin Greiner von der SPÖ.